Mensch, hast du Angst? Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Ah, der Witz muss sein. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Ah, ein bisschen flirten. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Scheiß Arschloch. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Vielleicht solltet ihr sie eher lösen. Ihr könntet was Interessantes erfahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Versteck von Philippa Eilhardt.
Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhard? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Marigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Ungläubiger. Man erfährt so viel, wenn man zur Kneifzange oder zur weißglühenden Ofenzange greift. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Marigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Gut, nehmt sie. Ich will sowieso nicht, dass sie die Verhandlungen stört. Aber Finger weg von ihr. Wieso? Tut die Schlampe dir leid? Sie könnte mir nicht gleichgültiger sein. Aber wenn Menge mir nicht gibt, was ich will, biete ich sie jemand anderem an. Ihr habt die Ware nicht zu beschädigen. Was für ein Geschäftssinn. Du wärst eine tolle Puffmutter. Keine Sorge, Menge wird dir Geld geben. Und Marigold wird bekommen, was sie verdient. So ein Mist. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe. Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhard ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Ich hab da gesagt, nicht weiter. Mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Aber es kann uns nicht jeder Triss Marigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst reden wir. Setz dich. Was soll denn die Scheiße? Trink doch was, Hexer. Sag zuerst deinen Jungs, sie sollen Triss in Ruhe lassen. Auf keinen Fall. Die Schlampe soll heulen. Ich hab's höflich versucht, aber du willst ja nicht. Wache! Hierher! Schlechte Idee. Thank you.
Zeit zu sterben. Das war alles irgendwie anders geplant. Haben die die auch gefoltert, Mann? Ich sag nicht foltern, die foltern. Achso, natürlich gleich mal falsch Knopf gedrückt. Nun? Scheiß Wasser. Müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Was ist passiert? Ich dachte, Menge hätte den Köder geschluckt. Nein, hat er nicht. Er hat den Bluff sofort durchschaut. Hä? Wir sollten das Büro durchsuchen. Hat er das? Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Hatte ich dem da eigentlich den Arm abgehackt? Na egal. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert.
Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Ich auch nicht. Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Thank you.
muss echt zugeben, das Feuer sieht gut aus. Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Der kam ein Tresor. Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamurlak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich immer, weißt du. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Nie mehr. Mal zu Werner Rosch. Rette mich. Ich sterbe. Aber vorher gehe ich ans Anschlagbrett. Du bist ein Mischling, nicht? Bring das weiße Haar. Das ist doch irgendwo eins. Leute, Leute. Nicht doof? Nee, doch. Im Namen des Feuers. Wir wissen, dass hier drinnen ein Magier ist.
Hol die wilde Jagd euch alle. Auge in Auge, Zahn und Zahn. Remy Villeroy, du bist liegt. Frei von Konspiration verhaftet. Ihr seid wirklich schlimmer als Hausierer. Verschwinde, Hexer. Sonst finde ich auch für dich eisernen Schmuck. Hilf mir! Sie werden mich verbrennen bei lebendigem Leibe! Ich habe nichts verbrochen! Nichts? Nichts? Wer hat diese Gifttränke gemischt? Wer hat der Zauberinnenloge geholfen und sie per Megaskop informiert? Wer hat Leuten mit Magie den Verstand vernebelt, hm? Ich kenne dich, Remy. Dich und deine Verbrechen. Das ist lange her. Es kommt nicht wieder vor. Oh, ganz sicher nicht. Fesselt ihn! Seine Schlampe auch! Okay, das hätten sie jetzt nicht machen sollen. Kommt nicht in Frage. Niemand hat dich gefragt, Mutant. Ich glaube trotzdem, dass ihr mir zuhört. Oder meinem Schwert. Zu mir! Auf ihn! Komm schon, komm näher. Danke. Wenn du nicht dazwischen gegangen wärst, hätten sie mich umgebracht. Und Luisa und den Jungen nicht auszudenken. Triss Merigold, finde sie. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich hoffe, nimm dies. Ich muss der Magie für immer abschwören. Du hast vielleicht Verwendung dafür. Bei der nächsten Begegnung mit Hexenjägern womöglich. Ja, irgendwas sagt mir, dass die nicht lange auf sich warten lassen wird. Lebt wohl. Auch die Kinder, die Frau mit verhaften wollen. Schlechte Idee. Ich meine, gerade bevor ich das mache, gab es doch einen Quest für mich. Beweg dich! Lang lebe Radovid! Weiß Haar! Hast du meine Waren schon gesehen? Ah! Ich könnte eigentlich mal gucken, ob der Schmied was hat. Der Händler was hat. Ich schreibe immer noch rote Zahlen. Was kann ich für dich tun? Mal. Bester. Ich war grad nicht. Was hab ich denn jetzt? Die besten Waren. Komm schon! Bredanien! Guck mal.
Schafskäse auf dem Markt verkauft hat. Ich sag's immer wieder, die Gegend sieht herrlich aus. Wie geht's dir? Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ich hoffe, ich reite in die richtige Richtung. Oh. Oh, hey! Weiter so, Plätze. Erstmal durch sein eigenes Pferd durchlaufen. Was war das gerade dorthin? Oh, das sieht nicht freundlich aus. Sei nochmal speichern. Ihr merkt die Speicherkanne. Okay.
Schneller! Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Zurück. Och nein. Ich trottel. So ein Mist. Los, los! Auf und jetzt muss man sich wirklich mal hier, von hier sieht man jede große Städte. Bist du hässlich? Stirb! Reiß ihm die Eier ab! Ein Gefangener, der neben dem... Muss man manchmal nicht verstehen. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgern. Komm ins Lager in der Nähe, dort hab ich was für dich. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgern. Komm ins Lager in der Nähe, dort hab ich was für dich. Und hier unten das Lager?
Beweg dich! Lass mich frei. Der Schlüssel ist in der Nähe, ganz sicher. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgar. Komm ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Wenn ich wüsste, wo das Lager in der Nähe ist. Los, lauf! Also dieses Mal sind die scheiß Bastarde dran. Nicht so schnell. Letzte. Beweg dich! Ich spreng dich um. Zieh raus! Na komm schon! Bringen wir es zu Ende. Spreng dich um. Scheiße! Nicht nachlassen! Jetzt aber zu Rosch.
Kannst du mir helfen? Oha, that's it. Guter Mann, hat er gesagt. Das soll ich fragen, immer. Worum geht's denn? Ein Waldspuk hat neulich meine Stute geraubt. Und ich war so froh, dass der Krieg sie verschont hatte. Blödsinn. Ein Waldspuk? Ja, schon meine Vorfahren wussten. Sie kommen nachts und spritzen Blut auf die Türschwelle, damit niemand aufwacht. Und dann stehlen sie. Würdest du meine Stute für mich suchen? Vielleicht mit dem Waldspuk reden? Vielleicht gibt er sie zurück? Was gibst du mir denn, wenn ich dein Pferd finde? Ich geb dir ein Fünftel Schnaps. Wie klingt das? Das klinge gut, wenn es 5 Humpen wären und dann der Gegenwert in Kronen. Tja, na schön. Wie du willst. Bring sie nur zurück. Sie ist grau, weißt du? Nicht sehr groß. Auch ein Spuk hinterlässt meistens Spuren. Ich werde mich mal umsehen. Noch eine Spur. Komm nicht näher. Hier gibt's nichts für dich. Wart gern. So viele Pferde braucht ihr? Wollt ihr mit der leichten Brigade Radovids Lager angreifen? Wir brauchen sie, um die Verwundeten zu transportieren. Die Bauern hier haben euch sicher ein stolzes Sümmchen für sie abgeknüpft. Wenn wir uns leisten könnten, Pferde zu kaufen, würden wir nicht hungern. Ach Mann. Ich kenne den Besitzer eines der Pferde, aber ihr braucht es wohl dringender als er. Wolltest du es nehmen? Was kommt als nächstes? Sollen wir Dörfler mit Fackeln und Mistgabeln erwarten? Ich glaube nicht, dass sie sich so weit rauswagen. Leb wohl. Krieg verändert alles. Ich hasse dich, Hexer. Okay, wenn er das... Bla bla bla. Du bist hier nicht willkommen. Du. Hätte ich. Komm schon! Hätte ich den in die Pferde gelassen.
Aber die Elfen sind meistens arm dran. Beweg dich! So, ich kann es nicht mal mehr sagen. Auf zu Rosch. Herrlich die Gegend hier. Halt! Kräuterhändler. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter, Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's. Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch. Einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Gremist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Arzkellig. Dort wird der weise Meister Gremist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Lass mich mal schauen. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Ich suche Rorsch. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein. Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Verstehe. Du bist hier der Witzbold vom Dienst. Wie bitte? Witzbold? Wie meinst du das? Beweg den Arsch, Graukopf! Oh, das Arschloch!
Das nennst du Schlag? Beweg den Arsch, Graukopf! Mach ich dich alle? Ich mach dich alle! Oh ja! Beweg den Arsch, Graukopf! Das nennst du Schlag? Komm schon, komm näher! Mach ich dich alle? Grauer alter Streuner, aber eine Faust wie aus Stein. Scheiß Idiot. Er ist wirklich. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Was? Figuren aus The Witcher 2. Allesamt. Was machst du hier? Skoyatell jagen? Du scherzt. Die Skoyatell interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Ich merke gerade, das Video geht ja jetzt schon Ewigkeiten. Na gut. Wird's halt mal wieder ein langes. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Nachgestoßen und links zwo. Abschaus Hilfgabe zahlt den Preis. Nachgeschlitzt und links zu. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Wo ist denn Wes jetzt hin? Ich glaube, ich muss die nächsten Videos sehr komisch schneiden. Das hat unserer Truppe. Du warst schon überall. Erzähl mal. Da sehen sich die Weiber in Novigrad wirklich. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Seid ihr dabei? Nach welcher Art Beitrag? Du nervst, Grauhaar. Mal gucken, ob es oben ist. Was gibt's, Grauhaar? Aber echt cool, wie die sich hier verschanzt haben. Habt ihr echt Könige ermordet? Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Entschuldigung. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Schade, Wes ist weg.
Streitlustig, wie? Aber ich werde hier trotzdem erstmal kurz eine Pause einlegen. Bis zum nächsten Mal.